Dazu möchte ich bitte den Max auf die Bühne rufen. Bitte begrüßen Sie Max Giordano. Max ist Mobilist, würde ich mal sagen, der ersten Stunde. Er ist schon ganz lange dabei, er ist ungeheuer vernetzt. Er ist wirklich auch ein Impulsgeber und ein Beobachter der Szene schon seit mehr als einem Jahrzehnt, ist als Investor tätig und ist auch als Advisor hier bei der Konferenz mit an der Programmgestaltung mit beteiligt gewesen. Max, die Bühne gehört dir, startet. Danke, Sebastian. Ja, guten Morgen zusammen. Vielen Dank fürs Kommen und fürs Zuhören gleich. Freut mich, hier sein zu dürfen. Und wir haben uns überlegt, jetzt im Rahmen des Programms, es werden ja so Themen aufkommen wie zum Beispiel Usability, User Experience, wie ich eben neue Interaktionsformen habe. Wir schauen uns Sachen an, was neue Technologien bringen, also wo die Technologie, die Hardware sich hin entwickelt. Und natürlich mit neuer Hardware, mit neuer Technologie kann man sich spannende Anwendungen überlegen, beispielsweise indem man über die Device-Kamera nachdenkt und Sachen wie Augmented Reality überlegt oder NFC, was wir heute Abend hören, was eben möglich ist im Bereich der Payments und so weiter. Für heute Morgen hatten wir uns überlegt, weil diese ganzen Sachen eh stattfinden werden und permanent in der Diskussion sind, dass wir eigentlich so einen kleinen Schritt zurückgehen wollen und uns dem besinnen wollen, mit was alles eigentlich angefangen hat, nämlich das Thema Sprache, das Thema, was wir hören, das Thema Musik und so weiter. Kann mit dem Satz irgendjemand was anfangen, zufällig? Das ist der legendäre Satz, den Philipp Reis sozusagen gehört hat, 1861 bei der ersten Übertragung von Sprache. Also die Legende sagt, der stand im Hörsaal und wurde dann vom Garten übertragen. Er hat es dann also richtig rezipiert und wiederholt. Das hat dann ein Zuschauer angezweifelt, weil es ja auch noch der Bruder von dem Philipp Reis im Garten war. Dann ist der Zuschauer selber rausgegangen und hat diesen Satz gesagt, der eben sehr absurd ist. Und der Philipp Reis hat ihn dann fast fehlerlos wiedergegeben mit dieser Geschichte. Die Anfänge von Telekommunikation hängen also ganz stark damit zusammen, wie ich mit Sprache, wie ich mit Voice Distanzen übertrage. Und in dem Moment, wo ich sozusagen das Kabel weggezogen habe und hergegangen bin und eben nicht mehr gebunden war, befriedigt ich natürlich unheimlich die Fantasie. Es ergeben sich völlig neue Möglichkeiten. Wenn ich jetzt zeitgleich auch noch anschaue, was im Bereich der Computer geht, eben wirklich mit dem Fortschritt der Technologie, und ich hier eben auch das Thema Mobilisierung mir vorstelle, dann kann ich eigentlich, wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, Kommunikation, Mobilität plus was der Computer alles kann und dann endlich bei sowas wie dem hier, wo ich mir dann halt wirklich extrem faszinierende Sachen vorstellen kann. Und es hört ja nicht auf, faszinierend zu bleiben. Also ich bin jetzt zwar schon lange im Mobile-Bereich dabei, aber es gab noch nicht ein Jahr, wo es irgendwie langweilig geworden wäre. Um jetzt auf das Thema Voice zu kommen, ich glaube, wir alle kennen noch den Film irgendwie, wo zum ersten Mal jemand mit einem Computer interagiert hat auf der Kinoleinwand. Das war der Hell im Film 2001. Und das Spannende ist eben wirklich, können wir hier einen Ton haben, bitte? Cold. Maybe down to 61 degrees in San Francisco. What about Napa Valley? Doesn't seem like it. How many cups are in 12 ounces? Das Spannende ist, das ist natürlich noch ein Werbevideo hier von Apple, aber jeder, der es ausprobiert hat, vor allem im Englischen, es funktioniert schon verdammt gut. Im Deutschen dauert es noch ein bisschen, also das erinnert mich so ein bisschen an das hier. Ich kaufe diese Scheibe nicht, kaufen Sie es sehr krass. Wie meinen? Ich werde diese Schallplatte nicht kaufen, sie ist zerkratzt. Oh, nein, wir verkaufen. Also so geht es mir zumindest mit dem deutschen Siri noch. Also ich spreche da immer rein, irgendwie Texte Benjamin Rohe und es kommt irgendwie zurück, rufe Fred nochmal was an. Ich sage, nein. Aber es ist trotzdem, wie gesagt, auf Englisch extrem faszinierend, funktioniert schon extrem gut. Und wir haben das Jahr 2012, also ich möchte mir nicht ausdenken, was da jetzt alles noch auf uns zukommt. Um einzuleiten, wir werden uns diesem Thema Sprache, Musik, Audio von drei Blickwinkeln nähern. Und zwar einmal dem Thema wirklich der Sprache. Und hier freue ich mich, den Manfred Lutzki begrüßen zu dürfen. Der Herr Lutzki ist in der, darf man wahrscheinlich so sagen, legendären Abteilung zugange, wo das MP3-Verfahren entwickelt worden ist, dem ja die Branche einiges zu verdanken hat. Und ich glaube, unser aller Leben, zumindest meins, sehr beeinflusst hat. Der Herr Lutzki wird uns zum Thema, wie ich durch HD-Voice die Sprachqualität verbessern kann. Kleinen Moment noch,
Anschließend werden wir dann uns dem Thema Musik nähern, und zwar wie ich sozusagen Musikerlebnis auf dem mobilen Endgerät wahrnehmen kann. Hier ist es ja so, wir sind schon immer sehr kreativ geworden, was den Bereich der, ja, wenn ich Musik mitnehmen will, bis hin zu solchen Stilblüten. Gott sei Dank muss man sich nicht mehr das Ding irgendwie umschnallen, um irgendwie mobil Sound zu hören. Hier ist eben auch das Stichwort Miniaturisierung. Ich habe überall inzwischen Sounds drin. Hier freuen wir uns als zweiten Gast, den Philipp Eibach von Wawa begrüßen zu dürfen. Ist ein Berliner Venture, das jetzt frisch im App Store ist, aber ja, sehr spannende Möglichkeit bietet, aus einem ganz normalen iPhone eine Radiostation zu machen. Und Philipp wird also darüber berichten, wie ich selber zum Sender werde in einem mobilen Kontext. Und last but not least, von der Musik hin zu denen, die die Musik machen, also zu den Künstlern. Hier sind ja wahnsinnig viele Sachen passiert in letzter Zeit. Bands wie Radiohead oder Nine Inch Nails, die für sich digital ganz neu entdecken als Möglichkeit, mit den Fans in Interaktion zu bleiben, die Technologien immer mehr ausreizen. Das, was man hier sieht, ist ein Beispiel von Björk, die ja das letzte Album Biophilia als iPad-App und iPhone-App veröffentlicht hat. Das heißt, war zumindest meiner Meinung nach oder meines Kenntnisstands nach das erste Mal, dass ein Künstler ein komplettes Album als App programmiert hat. Also hier verschwimmen wirklich die Grenzen zwischen Technologie und Musikkonsum. Und zu diesem Teil freue ich mich, den Michael Breidenbrücker aus London zu begrüßen von RJ DJ. Er wird uns eine Technologie und eine, man darf ja nicht App sagen, habe ich gelernt, das steht nämlich ganz nett auf der Webseite. Wir machen keine Apps, wir kreieren Experiences. Und da können wir drauf gespannt sein, was das ist. Es wird auch eine Live-Demo geben. Wenn man sich ein bisschen im App Store umschaut, da findet man immer wieder Verweise, also Reviews von den Applikationen von RJ DJ, die also von wirklich kosmischen Erlebnissen berichten. Es wird von geradezu drogenähnlichen Erfahrungen berichtet. Also wir werden dann gleich die Live-Demo dann haben, um zu sehen, wie das dann auf uns wirkt. Halutzki, stage is yours und wir hören jetzt zum Thema HD Voice. Ich möchte hier über Full HD Voice reden, also eigentlich die Sprachqualität vom Mobilfunk, vom Telefon. Die Sprache ist ja eigentlich die Core-Funktionalität von jedem Telefon. Ich habe hier mal ein paar alte Telefone und auch aktuelle Telefone aufgemalt und es hat sich ja das Mobiltelefon wahnsinnig weiterentwickelt vom reinen Telefon hin zu so neuen Anwendungen, Video, Musik, Spiele, Augmented Realities. Die Innovationen gehen hier ins Unendliche. Nur eins hat sich nicht wirklich verändert und das ist die Telefonqualität. Die Telefonqualität ist immer noch dieselbe wie in den Anfängen der Mobiltelefone, auch nicht besser wie die analoge Telefonie. Es kommt natürlich durch Übertragungsfehler, aber vor allem auch durch die starke Kompression, durch die Codecs, die verwendet werden und dadurch, dass die Audiobandbreite beim Telefonieren einfach stark begrenzt ist. Auf ein Viertel der hörbaren Bandbreite wirklich begrenzt. Und es klingt dann halt üblicherweise so. Ich mache mal ein Beispiel. Hi, sorry I missed your call this morning. I was in a meeting. No worries. Thanks for calling back. Sure, how can I help? I just wanted to check whether you received the telco equipment I sent last week. Yes, I did. Thank you very much. It arrived safe and sound 2 days ago. Thanks. Und eigentlich sind wir ja auch schon mittlerweile ein sehr viel Besseres gewohnt. Wir haben Skype, wir haben Apple FaceTime, wir verwenden Videokonferenzen, wir finden Telepräsenzanlagen und da klingt es dann einfach ganz anders. Ich habe hier mal dasselbe Soundbeispiel mit Apple FaceTime. Hi, sorry I missed your call this morning. I was in a meeting. No worries. Thanks for calling back. Sure, how can I help? I just wanted to check whether you received the telco equipment I sent last week. Yes, I did. Thank you very much. It arrived safe and sound 2 days ago. Thanks. Die Technologie, die das ermöglicht, dass Sprache wieder richtig natürlich klingt, heißt Full HD Voice. Die Betonung liegt hier auch auf Full. Es ist Telefonie für das HD-Zeitalter. Was zeichnet Full HD Voice aus? Das ist wirklich die volle hörbare Audiobandbreite wird übertragen. Das ist wirklich alles, was wir als mit unserem menschlichen Gehör wahrnehmen können, bis ungefähr 14 Kilohertz. Und es sollte geeignet sein für Sprache und auch für Musik, für jede Art von Audiomaterial, dass auch die Ringback-Tones wieder natürlich klingen, dass Music on Hold natürlich klingt, dass die Hintergrundmusik wirklich natürlich klingt. Genau. Und dadurch wird es möglich, dass man sich beim Telefongespräch so fühlt, als ob man wirklich
oder ob man so, als ob man im selben Raum sich befinden würde. Nicht, als ob man irgendwie so eine kleine Pipe zu irgendjemand anders hat, sondern man ist im selben Raum, man fühlt den anderen und die Sprachverständlichkeit wird auch besser. Buchstabieren wird nicht mehr notwendig, weil man wirklich jeden einzelnen Buchstaben, jeden einzelnen Phonem erkennt. Da gibt es auch interessanterweise Untersuchungen dazu zur Sprachqualität, wahrgenommenen Sprachqualität von den großen Mobilfunkanbietern. Hier eine Untersuchung von Ericsson, die wirklich festgestellt hat, dass wirklich bis 14 kHz wirklich eine wahrgenommene Sprachqualitätsgewinn möglich ist. Ein Beispiel für einen Full-HD-Voice-Codec ist der AC-ELD-Codec. Das ist die verzögerungsoptimierte Variante von der AC-Codec-Familie, die zum Beispiel in allen Apple-Produkten für die Musikwiedergabe, für iTunes verwendet wird und viel im Broadcasting auch verwendet wird. Es ist wichtig, dass so ein Codec, der für Telefonie verwendet wird, standardisiert ist. Er muss interoperabel sein. Der Codec hier ist in ISO-MPEG standardisiert. Die volle Audiobandbreite bis 20 kHz ist hier möglich, Multikanal ist möglich und wurde von einem unabhängigen Hörtest von der Deutschen Telekom als der beste Codec für Sprachqualität auch ermittelt, mit dem schönen Zitat: AAC ELI at 32 kilobit has been shown to be the most efficient at the same level of subjective quality, und sie haben hier excellent quality getestet. Ja, Sie mögen jetzt vielleicht sagen, okay, das ist doch eigentlich eine Technik, die sollten dann die Service Provider einsetzen. Was habe ich denn jetzt als App-Entwickler wirklich davon? Was kann ich daraus machen? Da kann ich Ihnen sagen, bauen Sie doch Ihre eigene App, Ihre eigene FaceTime-App. Die Technologie ist verfügbar. Zum Beispiel auf dem iPhone ist der Codec, der für FaceTime verwendet wird, der AAC-ELD-Codec, im Betriebssystem integriert. Sie können den für Ihre eigene App wirklich verwenden und die Lizenzkosten hat dafür netterweise Apple schon übernommen. Das heißt, da brauchen Sie sich nicht mehr wirklich drum kümmern. Okay, damit möchte ich weitergeben an Philipp. Dankeschön. Hallo. Ja, danke schön. Ich stelle einen mobilen Musikservice vor. Bei uns geht es nicht um Sprache, sondern um Musik. Der nennt sich WowFM. Und die Ausgangsbeobachtung für WowFM war eigentlich zu sehen, wie viele Leute heute unterwegs Musik hören. Also wenn man mal draußen sich umschaut, man sieht einen Haufen Kopfhörer um uns rum. Große, kleine, gelbe, grüne, schwarze, weiße. Ein Haufen Leuten hören Musik, aber jeder hört für sich alleine. Also irgendwie ist es total isolierend. Das heißt, die Technologie macht es uns heute möglich, in ganz vielen Bereichen Musik zu hören, überall, wo wir wollen, aber jeder hört für sich alleine. Das war früher mal anders. Der erste Sony Walkman, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran, der hatte zwei Kopfhörerausgänge. Das heißt, man konnte unterwegs zusammen die gleiche Musik hören. Es war aber ein bisschen eingeschränkt, weil man konnte sich nicht wirklich geil bewegen. Wir haben das mal getestet. Ah, jetzt habe ich auch das Mikrofon gefunden. Hallo. Wir haben das mal getestet und haben gemerkt, das ist eingeschränkt. Also da kommen wir nicht weiter, wenn wir irgendwas machen wollen, wo man unterwegs zusammen Musik hört. Das Kabel muss weg. Wir haben dann was gefunden, wo wir ohne Kabel das machen können, mit dem coolen Aspekt, dass man Musik hören kann von jemand, der nicht nur neben einem herläuft, sondern der vielleicht auch in einem ganz anderen Land ist oder in einer anderen Stadt ist. Und dass dadurch einfach viel mehr Spaß macht zu sagen, hey, ich entdecke Musik von Leuten, die ich kenne oder vielleicht auch von Leuten, die ich nicht kenne. Was daraus geworden ist, ist ein mobiler Musikservice, der im Endeffekt eine neue Interpretation von Radio ist. Das heißt, was ich machen kann, ist, ich kann meine eigene Musik spielen und kann die gleichzeitig senden und andere Leute können sich live bei mir einklinken. Das heißt, ich nehme Musik, die ich schon auf meinem Gerät habe, stelle eine Playlist zusammen, gehe damit auf Sendung, andere Leute sehen mich, weil sie vielleicht in meiner Nähe sind oder weil sie mich kennen über Facebook etc., können sich einklinken und können live bei mir mitchatten. Mithören und mitchatten. Interessant ist der Location-Aspekt, das heißt, ich kann auch sehen, wer ist immer hier in der Umgebung. Ich kann immer sehen, wo gibt es die meisten Sender, ist vielleicht gerade in Berlin-Kreuzberg was besonders hip oder ist vielleicht in München-Schwabing was besonders hip. Also da macht diese Mobilität wieder Sinn irgendwie. So gesehen ist Wawa ein Service für Leute, die gerne Musik zeigen, was sie gerne hören, und für Leute, die neugierig sind, was andere um sie herum hören irgendwie.
Und die Vision, die etwas hinten dran steht, ist einfach dahin zu kommen und zu sagen, okay, wir nutzen dieses Mobile, um Musik neu zu entdecken und neu zu interpretieren, also auch irgendwann dahin zu kommen und, wie ich gerade schon angedeutet habe, zu sagen, okay, was ist die Musik, die in einem bestimmten Stadtteil gehört wird, oder ja, einfach rauszugehen und zu sagen, hey, was ist um mich rum, wo kann ich mich einklinken, was ist vielleicht spannend. Gibt es seit ein paar Wochen im deutschen App Store, seit wenigeren Wochen jetzt auch im US App Store. Gerne runterladen, ausprobieren. Freue mich, euch auf Sendung zu sehen. Dankeschön. Also mein Name ist Michael Breidenbrücker. Das ist mein Twitter-Handle, falls da jemand draufschauen will. Ich bin von Arche DJ. Und unsere Idee, unser Ding ist, dass wir sagen, das Teil hier, dieses kleine Kästchen, ist eben eigentlich der Walkman of the 21st Century. Nur eben im Vergleich zu einem Walkman kann dieses Teil viel, viel mehr machen, als eben ein Walkman konnte. Es ist smart und intelligent zu einem bestimmten Degree. Und zwar, Walkman kann Musik spielen, aber das Ding hier kann nicht nur Musik spielen, sondern es kann noch dazu Musik eben abhängig von der Location spielen. Es ist connected, es hat ein Accelerometer, es hat ein Mikrofon in, es kann Musik in Echtzeit generieren, also es kann echt wirklich viel. Sozusagen ist es eine neue Musikplattform, aber eben Künstler publizieren ihre Musik nach wie vor genauso, wie sie sie immer publiziert haben, nämlich als Recorded Music. Und deswegen haben wir eine Plattform gebaut, die eben Arche DJ heißt. Und da möchte ich euch jetzt ein paar Beispiele vorspielen. Wir machen Sachen wie zum Beispiel sowas wie das hier. Jawohl. Musik. Ich glaube, ihr habt die Idee. Das könnte jetzt hier noch lange weitergehen, ja, mach ich nicht. Aber das ist eigentlich mehr so ein Musikinstrument und ihr wisst ja alle, der iTunes oder der App Store ist voll mit irgendwelchen Musikinstrumenten. Was wir eigentlich versucht haben, es kann das auf der Konsumentenseite ein viel passiveres Erlebnis sein, weil ja nicht jeder unbedingt sagt, ich mag mich jetzt auf die Bühne stellen und hier mit dem iPhone rumfummeln, sondern kann das irgendwas sein, dass man einfach nur ganz passiv, so wie eigentlich andere Musik, sich quasi reinzieht. Und da haben wir ein Beispiel, wie zum Beispiel das jetzt, ein Beispiel, beim Joggen ausschauen kann oder sich anhören kann. Und zwar, stellt euch vor, ihr joggt. Ihr steht still, das Ganze ist sehr relaxed, ja. Ihr macht euch bereit und dann fängt ihr an zu laufen. Dann geht ihr schneller. Traffic Light. Autos. Und dann fängt er wieder an zu gehen. Und ich würde mal sagen, das ist viel mehr eine Art von... Danke. Also eigentlich habe ich in dem Moment Musik gemacht, aber alles, was ich gemacht habe, war Joggen. Und so stellen wir uns das vor, dass eigentlich in Zukunft viel, also Musik viel mehr etwas sein kann, das ganz unique ist, für jeden maßgeschneidert, zugeschnitten auf den Moment, der gerade relevant ist für den Benutzer. That's it. Ich glaube, jetzt mit dem Joggen-Beispiel hat man es ganz gut gesehen. Also das, was man auch vorher gesehen hat, das hat ja wirklich alle Sensoren ausgenutzt. Den Motion-Sensor, auch
auf dem Kompass oder? Also bei manchen machen wir Kompass, also wir machen Sachen wie zum Beispiel Musik, die vom Mond gesteuert wird, ja, weil wir irgendwie, das wird dann nur einmal, oder die von der Location, wenn du an dem, auf, also wenn du zum Beispiel am Flughafen bist oder wenn das Wetter schön ist, also wir versuchen die Sensoren des iPhones wirklich in Network Sensors auszudehnen, wo wir allerhand Daten noch eben vom Benutzer sammeln. Für Sie im Zuschauerraum, also wenn Sie denken, es ist nur ganz, ganz nischig und das machen nur so ein paar Spinner oder so. Ich habe mal geguckt, aktuell eure Inception-App, die hat sage und schreibe 7690 Ratings mit einem Durchschnitt von 4,5 Sternen. Ja. Da muss ich sagen, also mir fallen wenige Apps ein, die so hohe Ratings haben und vor allem 7096 Ratings, also das muss sich ziemlich oft runtergeladen haben. Ja, also Inception hat jetzt über 4,5 Millionen Downloads noch mehr. Ja. Kannst du kurz was dazu sagen? Also Inception, ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, das ist ein sehr, sehr sensationeller Film von dem Christopher Nolan. Ihr habt die passende Audio-App dazu gemacht. Mhm. Ja, wir haben eben mit dem Hans Zimmer und mit dem Christopher Nolan zusammengearbeitet an dieser App und eben die zwei, also Hans Zimmer ist ein Soundtrack-Composing, quasi Legende aus in L.A., der Oscar-Gewinner, alles rundum, und dem geht es eigentlich ziemlich auf die Nerven, dass er seine Musik dann immer als quasi Downloads, ja, als Recorded Music publiziert, und deswegen war das für ihn so ein gefundenes Fressen, als wir mit unserer Technologie dort gestanden sind und gesagt haben, hey, schmeiß mal den Film weg und nimm dein eigenes Leben und mach einen Soundtrack dazu. Das fand er fantastisch, und Christopher Nolan eben auch, weil der überhaupt alles mag, was ein bisschen weird ist. Und damit haben wir eigentlich eine Plattform gefunden, auf der wir zum ersten Mal unsere Technologie eben für den Massmarkt testen konnten. Und also wirklich dieses Musikerlebnis ist ja wirklich neu, ist was völlig anderes. Und die Leute, die mögen das also wirklich sehr. Mit über 4 Millionen Downloads und eben nach wie vor 4,5 Sterne Ratings ist die App sehr, sehr erfolgreich für uns. Also nur ein Beispiel, also weil ich eben so ein Fan von den Filmen, man spielt verschiedene Träume frei, und ich glaube, ich habe alle geschafft, bis auf einen, das war glaube ich der Afrika. Ja. Kann es sein, ich muss nach Afrika reisen? Du musst, also das kannst du nur in Afrika anlocken. Ja. Wir haben eine völlig neue Art von... Dann gebe ich es auf, den jemals... Wir haben eine völlig neue Art von Sensor extra dafür entwickelt, das ist Continent Detection. Ja. Ich würde es anbieten, ein iPhone darunter zu fliegen. Ja, also, wer immer nach Afrika in nächster Zeit geht, dem würde ich mein iPhone mitgeben, weil ich will diesen letzten Traum freispielen. Ja. Das ist mich so frustrierend, wenn man irgendwie alles beigespielt hat bis auf Afrika. Manfred, wenn man die Sachen anschaut, das sieht ja nach Labor aus, und ich stelle mir auch so ein bisschen das Fraunhofer-Institut ja so vor, trägt man eigentlich weiße Kittel und Fliegen? Aber wenn ich das so sehe, irgendwie, man könnte ja meinen, es ist jetzt noch, was weiß ich, 10 Jahre von jetzt weg und so weiter. Wenn ich es richtig sehe, es gibt ja schon die ersten Operator, die es einführen. Also ich habe was gelesen, Orange in der Schweiz hat HD-Voice eingeführt. Kannst du vielleicht kurz darauf eingehen, was ist nötig von Hardware-Seite, von Operator-Seite? Brauche ich spezielle Handsets etc.? Also grundsätzlich mal zur Unterscheidung, HD-Voice und Full-HD-Voice, das sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Was jetzt France Telecom Orange einführt, das ist ein Service HD-Voice, der auch wieder bandbegrenzt ist, auf 7 kHz bandbegrenzt. Und wir promoten hier Full-HD-Voice, wo wirklich die volle Audiobandbreite übertragen wird. Klar, das Mikrofon, Lautsprecher muss auf diese Bandbreite ausgelegt sein, aber das ist kein wirkliches technisches Problem. Man sieht es ja auch am iPhone, das ist ja eh schon integriert im FaceTime ab, und es bringt auch einen wirklichen, deutlichen Mehrwert, diese Full-HD-Voice. Wenn man sich jetzt halt anschaut, eine normale Telefonie mit 3,5 kHz Bandbreite, viele Phoneme sind nicht zu unterscheiden voneinander. Das S und das F klingt bei 3,5 kHz Bandbreite identisch. Wir können es nicht durchs menschliche Ohr unterscheiden.
Das menschliche Gehirn gleicht das wieder aus. Wir können aus dem Kontext wieder erkennen, ob es ein S war oder ein F war. Und das ist eine gewisse geistige Leistung, die immer notwendig ist und die ist auch anstrengend. Die können wir normalerweise aufbringen, aber das sehen wir ja oft selber, dass lange Telefongespräche ermüdend sind. Und durch eine bessere Audioqualität, wo diese geistige Leistung zum Erkennen von einzelnen Phonemen aus dem Kontext nicht mehr notwendig ist, weil wir es direkt hören können, werden Telefongespräche viel, viel angenehmer. Besonders dann auch in schwierigen Umgebungssituationen, wenn es darum geht, dass wir Telefongespräche, Konferenzen haben in einer fremden Sprache, die oft sehr, sehr anstrengend und ermüdend sind, wird es mit einer besseren Audioqualität einfach viel angenehmer. Also unser CTO heißt Gaurinath Shiva Ganesha Murthy. Der muss ungefähr dreimal am Tag seinen Namen buchstabieren. Also ich sehe den Use Case definitiv. Aber um es richtig zu verstanden haben, also das, was Orange macht, ist jetzt noch die abgemilderte Form. Das heißt, wann werden wir die ersten Full-HD-Geschichten sehen? Gibt es da schon Testimplementierung? Oder? Ja, es wird es auf jeden Fall geben. Ich meine, mit FaceTime gibt es jetzt schon. Es wird sich als erstes wird's Over-the-Top-Service geben, so kleine Applikationen-Apps, die will ich die Qualität schon mal nutzen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sich das in Zukunft dann auch im Mobilfunk durchsetzen wird. Zum Beispiel dann für LTE bietet sich sehr an. Da würden möglicherweise wieder neue Codecs verwendet werden, oder ziemlich sicher finden gerade auch schon Standardisierungsaktivitäten bei 3GPP statt. Und derzeit ist es so, wir verwenden für die Telefonie immer noch das 2G, das GSM-Netzwerk. Auch wenn wir ein UMTS-Handy haben, normalerweise wird UMTS 3G nur für Datenverbindungen verwendet. Mit LTE wird es wahrscheinlich anders kommen. Es wird zwar zuerst auch wieder für Datenverbindungen verwendet werden, aber es wird sich höchstwahrscheinlich dort auch wieder einen Sprachdienst durchsetzen, und Sprache und LTE passt relativ gut zusammen, weil LTE sehr gut, sehr kurze Verzögerungszeiten hat, die wichtig sind für Sprachkommunikation. Kurze Verzögerungszeiten sind immer notwendig, damit wir mitkriegen, dass der Gesprächspartner schon fertig ist und wir nicht ins Wort fallen. Das würde immer passieren, wenn die Verzögerungszeiten zu groß sind. Darum ist LTE besonders gut geeignet dafür, und ja, warten wir drauf ab. Ja. Ich muss mal ganz doof nachfragen. Also jeder, glaube ich, der über 35 ist, kennt noch Kassetten. Also ich kann mich noch erinnern, als Teenager hat man sich immer unterhalten, ob Dolby B besser ist wie Dolby C, und dann musste man immer ankreuzen, welches Dolby man eingeschalten hat. Kann man nicht einfach irgendwie so einen Dolby-Filter drüber laufen lassen und alles ist super, oder stelle ich mir das zu einfach vor? Naja, die Audiobandbreite und die Qualität vom Codec muss erstmal stimmen. Das reicht nicht, wenn man hinterher noch irgendwelche Filterchen draufsetzt. Das ist die Übertragung, die der Codec, der im Netzwerk verwendet wird, der muss einfach geeignet sein, die volle Audioqualität zu übertragen. Die Audioqualität oder die Sprachqualität bestimmt sich immer aufgrund von dem schwächsten Glied in der Kette. Wenn ein Glied schwach ist, wenn der Codec schwach ist, nützt es nichts, hinterher noch irgendwelche tollen Filterchen draufzurechnen. Das geht einfach nicht mehr. Was weg ist, ist weg. Philipp, ich glaube, wir haben gestern Abend kurz drüber unterhalten. Du kommst gerade aus Amerika zurück, South by Southwest, Wawa dort vorgestellt. Kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, wie Amerika für dich war? Den Dienst gibt es jetzt in Amerika. War es einfach als Berliner Startup, dort was zu starten? Also? Na, die haben nicht auf uns gewartet. Aber dadurch hatten wir so einen gewissen Überraschungsmoment vielleicht. Ja, also Austin, diese Konferenz, weiß nicht, wer sie kennt, South by Southwest, ist so irgendwie das ganze Internet einmal in einer Stadt, und dementsprechend viel Impulse gibt es dort auf einmal. Für uns war es aber spannend, wir konnten es dort vorstellen und haben ziemlich viel positive Reaktionen mitgenommen, also diese Idee zu sagen, wir dezentralisieren Radio und gehen weg von diesen wenigen Stationen, 24 Stunden und ganz viele Stationen, die vielleicht nur ein paar Minuten am Tag senden, und versuchen da was zu machen. Das kam sehr gut an irgendwie, und jetzt gibt es seit ein paar Tagen dort drüben, und es zeigt sich auch, dass immer mehr Leute dort auf Sendung gehen. Wir haben noch ein bisschen das Problem zwischen den Zeitzonen, also wenn die Amis auf Sendung sind, schlafen die Deutschen und umgekehrt. Das ist so ein bisschen die Herausforderung bei dem Live-Aspekt, aber war Spaß, da drüben zu sein. Ja. Ich kann mir vorstellen, zwischen der Idee und dass man dann wirklich im App Store ist, da ist wahrscheinlich eine Zeit lang vergangen. Also jeder, der sich ein bisschen mit Musik und Musikbranche beschäftigt, da gibt es eben die GEMA und die GVL und keine Ahnung. Kannst du vielleicht mal so versuchen, kurz zusammenfassen, war es ein Leidensweg, oder welche Steine hattet ihr da im Weg, oder was waren denn so die Steps, die man machen muss, um ein Radiomodell auf ein Handy zu bringen? Es gibt eine lange und eine kurze Fassung dazu. Wir nehmen die mittellange. Mittellange.
wenn man von Bauer erstmal erzählt und sagt, hey, ich kann meine Musik spielen und du kannst bei mir zuhören und du und du und du und sehr viele Leute ist natürlich erstmal so, ist das denn legal, kann man das denn machen? Und ja, das können wir heute sagen, lange konnten wir es nicht sagen, wir können es heute sagen. Bauer basiert tatsächlich auf einer Radiolizenz, das heißt, ich kann mich wo einwählen, wir zahlen GEMA-Lizenzen dafür. Die Leute können sich nicht aussuchen, welchen Song sie hören wollen, aber sie können sich für eine Station entscheiden. Also da ist der Unterschied zwischen On-Demand, sowas wie Spotify macht oder Simfy in Deutschland, und Radio, wo ich mir einen Sender auswähle, aber nicht den Song. Und das hat etwas gedauert, dieses Modell, Institutionen wie der GEMA oder der GVL oder auch den Labels hier, schmackhaft zu machen. Aber ich glaube, sie sind jetzt doch dahin gekommen, dass sie sagen, okay, wir können es euch nicht verwehren. Und heute sind wir stolzer Besitzer einer GEMA-Lizenz tatsächlich. Ja. Glückwunsch. was man bei den Folien ja gesehen hat, du sprichst ja auch viel darüber, dass es ein soziales Erlebnis ist, dass es Leute zusammenbringt. Wenn ich jetzt Michael anschaue, wenn man nach dem Thema Social Music googelt, weltweit der Nummer 1 Treffer ist Last.fm. Und was man wissen muss, dieser junge Herr hier hat Last.fm mitgegründet, war auch lang als CEO in London tätig, sozusagen ja der Vorrenner dieser ganzen sozialen Musikgeschichte und sicherlich eins der wichtigsten Web 2.0 Startups. Mit RJDJ bist du jetzt sozusagen in den mobilen Kontext gekommen. Diese soziale Komponente nimmst du mit in den mobilen Kontext. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, was ihr gerade schon macht, was ihr vorhabt, um eben Leute auch über so ein Erlebnis zusammenzukriegen? Ja, also wir haben beispielsweise, als wir mit RJDJ angefangen haben, haben wir gedacht, okay, dieses Social Element ist das Recording, ja, von diesen verrückten Soundsachen, die man da hat. Und das Recording haben wir dann, das haben wir so gemacht, Leute können das aufnehmen, können das sharen, alle können sich das anhören, alle sind froh. Aber wir haben dann rausgefunden, und die Leute haben tatsächlich auch viele Recordings gemacht, weil wenn du da stehst und eben joggen gehst und alles plötzlich ist völlig synchronisiert mit, also dein ganzes Leben hier ist plötzlich synchronisiert mit deinem Hörerlebnis, das ist schon ziemlich wow, ja, das denkst du dir, cool, das nehme ich auf. Nur wenn du es dann irgendwie deinen Frauen gibst und die hören sich das an, was ist denn das für lahme Musik, ja? Und deswegen haben wir herausgefunden, eben das Recording ist eigentlich nicht dieses Social Element. Ja? Es geht nicht um Recorded Music, sondern es geht wirklich um diesen Live-Aspekt. Es geht darum, dass ich jetzt etwas ganz Intensives, Schönes erlebe und das willst du eigentlich mit deinen Freunden teilen. Deswegen schauen wir uns beispielsweise in Inception oder in Dimensions, eine neue Application, die wir im Dezember veröffentlicht haben, gibt es den Collective Dream, wo wir sowas Ähnliches machen wie hier, nur eben mit Realtime-Sound, wo du wirklich siehst, okay, deine Freunde sind jetzt online und ihr seid alle im selben, in derselben Sound-Experience und wir senden auch Snippets, Recordings hin und her, insofern würden wir uns gerne mal das anschauen von euch. Vielleicht sollten wir das so machen, würde ich sagen. Eben das ist das Social Element. Aber was interessant ist, finde ich, ist eben, wir haben Last.fm, also an Last.fm habe ich angefangen zu arbeiten 2000. Und bevor ich an Last.fm gearbeitet habe, habe ich an RJDJ gearbeitet. Oh. Die Idee von RJDJ war Personalized Music, ja? Nämlich ein Song, der personalisiert ist. Und dann habe ich gesehen, come on, ja, also irgendwie diesen Leuten erzählt, keiner hat es kapiert, worum es geht, die Technologie war nicht da. Und daraus ist dann eigentlich Last.fm entstanden, personalisierte Musik, nur eben die Playlist wurde personalisiert. Nur wenn wir im Jahr 2000 gesagt hätten, Last.fm, the social music revolution, ich meine, was ist eine Social Music? Ja. Ist das irgendwie Musik für Bedürftige oder was? Naja, das Wort Social, ich glaube erst so 2005, 2006 kam das eigentlich so richtig auf, dass man von Social gesprochen hat. Vorher war es wirklich so die Heilsarmee mit Suppenküche. Genau, mit Suppenküche, genau, das war es, die Musiksuppenküche. Und das fand ich schon spannend, dass wir eigentlich 2000 etwas gemacht haben, das damals keiner kapiert hat. Und das war wirklich so, glaubt es mir, es war hart, ja. Es war super hart. Aber eigentlich, was passiert ist, ist, dass sich der Markt, dass sich eigentlich unsere Kultur verändert hat
und in die Richtung von Last.fm gegangen ist. Und plötzlich hat das funktioniert. Und so ähnlich könnte ich mir das eigentlich auch dann im Mobile Music Bereich vorstellen. Keine Ahnung, ob das 10 Jahre geht, 20 Jahre, aber dass eigentlich dieses neue Medium einen Impact hat, wie wir über Musik denken, was Musik eigentlich ist. Also kann ich mir gut vorstellen, gerade auch bei Philipp, ihr seid jetzt seit ein paar Wochen im App Store, ihr kriegt ja mit dem Metrics ja auch da einen hautnah mit irgendwie. Kannst du das bestätigen? Also nutzen die Leute die sozialen Features? Sind sie aktiv beim Chatten? Absolut. Ich meine, was wir jetzt heute haben, ist dieses immer online, immer dabei haben. Und das sind halt Möglichkeiten, die wir vor ein paar Monaten, würde ich fast sagen, noch gar nicht hatten. Also ihr habt die Sensorik, bei uns ist irgendwie diese permanente Streaming-Verfügbarkeit und jetzt auch was zu synchronisieren über ganz viele Leute, ortsunabhängig was, das bietet vollkommen neue Möglichkeiten, Medien, Musik zu konsumieren, zu erleben. Jetzt, ich muss es einfach fragen, weil diese beiden Herren, die bauen ja auf Sachen auf, die sie ja erst ermöglicht haben mit dem Fraunhofer-Institut. Also Sie sind seit 97 ja in der Abteilung, haben ja schon im Rahmen der Diplomarbeit damit zu tun gehabt, waren hautnah dabei. Ich muss einfach fragen, also wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man innerhalb des Fraunhofer-Instituts ist und da draußen die Welt gerade umgekrempelt wird, was Musik angeht? Und ich hoffe, dass wir auch ein bisschen dazu beigetragen haben mit der Entwicklung von MP3 und AAC. Sonst wäre die ganzen Musikservices Dankeschön im Nachhinein. Nicht möglich. Können wir uns mal kollektiv verbeugen kurz? Aber nicht von mir, bitte. Naja, aber es ist ja wirklich für das Institut schon sensationell. Und weil du ja auch hautnah in diesem Institut drin warst, wie hat sich das angefühlt? Hat man das so eigentlich bemerkt oder war das dann so schleichend? Ich hatte gestern ja gehört, den Zukunftspreis für MP3 gab es ja dann erst 2000, nachdem es schon ein paar Jahre draußen war. Ja, richtig. Die Ehrungen, die innerhalb von Deutschland kamen, nachdem wir international erfolgreich waren. So ist es halt mal. Aber es fühlt sich natürlich gut an, ein bisschen was für die Welt getan zu haben, wobei das eigentlich meine Vorgänger waren. Das sind die Lorbeeren, die kann ich mir jetzt nicht auf die Fahnen schreiben. Aber die Entwicklung geht auf jeden Fall weiter, auch Richtung soziale Dienste, soziale Netzwerke. Das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente, die in Zukunft immer wichtiger sein wird, dass nicht nur Musik wirklich für uns alleine gehört wird, sondern dass wir unsere Erfahrungen auch teilen. Darum finde ich die Sachen, die die Kollegen hier machen, total spannend und total wichtig. Und das ist auch etwas, was wir selber auch erfahren haben. Wir arbeiten zum Beispiel in einem EU-Projekt mit, wo wir versuchen, soziale Kontakte auch zu verbessern, wo wir Spiele mit Videokonferenz kombinieren und damit wirklich versuchen, Familien zusammenzubringen. Und das sind einfach Komponenten, gute Kommunikation, Musik, Spiele, andere persönliche soziale Aktivitäten, die einfach zusammenkommen. Und das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung und da freue ich mich einfach drauf. Weil wir es gerade von Zukunft haben, also ich habe gelesen, Microsoft hatte was vorgestellt, die versuchen die Übertragung mit Knochen, mit Mikrofonen zu kombinieren, weil Knochen angeblich also ein sehr guter oder offensichtlich ein guter Leiter ist. An was tüfteln Sie gerade? Wir dürfen wahrscheinlich nicht viel verraten, aber können Sie mal so einen kurzen Ausblick geben, was da gerade weltweit so in dem Bereich gerade am Köcheln ist? Die Entwicklung von Audio-Codecs wird auch noch weitergehen, gerade in Richtung für niedrige Datenraten und vernünftig guter Qualität. Und da arbeiten wir natürlich auch weiterhin dran. Aber worüber ich eher noch reden kann, sind so soziale Aspekte, dass wir wirklich versuchen, soziale Netzwerke mit guter Audio-Video-Kommunikation zusammenzubringen und das Ganze dann so natürlich zu machen, dass es wirklich auch von jedem benutzbar wird, von jedem benutzt werden will. Das ist, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Komponente, auch so Dinge wie Hangout, dass man wirklich versucht, Videokonferenzen interaktiv zu gestalten, wo es darum geht, für Filmmethoden, wo wirklich ein Regisseur da ist, der versucht immer in die richtigen Szenen rein zu zoomen, die spannenden Szenen zu erkennen, dass man das versucht, mit Videokonferenz zusammenzubringen. Das sind ganz spannende Sachen, die, denke ich, auf jeden Fall kommen werden. Und ja auch für die Entwickler im Raum, Sie hatten es ja angedeutet, also die FaceTime, die Komponenten kann ich nutzen als Entwickler. Ja, richtig. Also von FaceTime ist erstmal eine geschlossene Applikation, aber die darunter liegenden Komponenten, speziell der Audio-Codec AAC-ELD, ist im Betriebssystem integriert mit einem offenen API, die jeder auch verwenden kann, seine kleine App zu schreiben. Und wer noch ein bisschen Hilfe haben will, wir schreiben gerade ein White Paper drüber, wie denn dieser ELD-Codec in iOS benutzt werden kann. Das White Paper kann
jeder gerne haben. Sobald es fertig ist, einfach mir eine Visitenkarte geben, dann schicke ich es zu. Das beschreibt dann, wie man den Codec benutzt, wie man ihn an ein Mikrofon anbindet, wie man den an die Soundkarte anbindet. Also um es möglichst einfach zu machen, daraus wirklich eine Wolf-Applikation zu bauen. Ich muss bei Michael mit der RJDJ nochmal auf das Thema auch derjenigen, die Sounds erstellen. Also zum Beispiel im Hip-Hop hat man ja angefangen, sehr stark mit Samples zu arbeiten. Der Stevie Wonder und James Brown wurde rauf und runter gesampelt. Jetzt in eurem Fall wird ja jeder Nutzer zum Produzenten. Wie reagiert da eigentlich die Musiker drauf? Also wenn ihr da mit Künstlern wie, das sind ja auch wirklich große Künstler wie er und so weiter, Hans Zimmer, wirklich Oscar-Gewinner, wie reagieren die auf so? Also ist das so, hey, ja, ganz fasst nicht mein Ding an oder so, meine ja. Musik? Ja, eben, ja, nee, schon, also ganz unterschiedlich. Teilweise haben wir sehr, sehr positive Reaktionen eben von Künstlern, die das checken, um was es geht, die eben sich selber viel mehr als ein Designer von der musikalischen Welt im Sinn von einem Game Designer, ja, empfinden und fühlen als ein Designer von irgendeiner sequentiellen Tonfolge. Aber teilweise natürlich sind die Musiker auch genau das Gegenteil, würden sowas wie wir machen nie im Leben angreifen, weil das ihr ganz heiliges so quasi Musikstück irgendwie auseinander nimmt. Ja, also die Reaktionen sind sehr, sehr unterschiedlich, was das angeht. Vielleicht darf ich noch was anderes sagen am Schluss. Also ich sehe halt, dass ich gerade am Anfang mit Mobile, also iPhones, Smartphones etc., war extrem viel eben zentriert auf den Screen. Mhm. Ja, also irgendwie, dass das gut ausschaut, die Graphics etc., Touch. Das war also quasi dieser ein und alles Input-Source und Sales-Point für diese Technologie. Und ich glaube, dass wir mehr und mehr sehen, dass eben sowas wie Sound, wie es zum Beispiel eben Siri auch macht und so weiter, viel zentraler wird oder die ganze Sensorik, die sich um dieses Device befindet, viel zentraler wird und es darüber auch viel mehr Applikationen gibt, die eben interessant sind im Bereich. Ich glaube auch der Use Case, wenn man sich anguckt, wenn man draußen unterwegs ist, dieses Szenario einfach immer auf den Bildschirm zu schauen. Yeah. Also solange wir die Kontaktlinsen noch nicht haben, wo alles drin ist, ist es halt einfach immer das Rausholen, gegen die Laterne laufen. Und die Kopfhörer sind eigentlich immer da. Das heißt, der akustische Kanal ist eigentlich gerade in diesem mobilen Szenario mindestens genauso spannend wie der visuelle. Ja. Die Kontaktlinsen kommen ja, also Google hat ja die Glasses vorgestellt, also wird in diesem Jahr noch eingeführt, wirklich von Google Brillen, wo man Sachen einprojiziert. Wir sind leider am Ende, ich würde ganz gerne ein Wrap-up machen, fang gerade mit dir an, Philipp, irgendwie, wenn ich die mobile Fee wäre und sozusagen jedem von euch einen Wunsch erfüllen könnte, was wäre der Wunsch für Wawa? Ich bin die mobile Fee, ich kann alles machen, Bandbreite, billige Endgeräte, you name it. Was würde Wawa was bringen? Planko-Verträge mit der Musikindustrie. Planko-Verträge, schöner Wunsch. Manfred, gibt es einen Planko-Wunsch, den ich dem Fraunhofer-Institut erfüllen könnte als mobile Fee? Auf jeden Fall eine bessere Sprachkommunikation, dass es endlich wirklich natürlich klingt. Ja. Michael. Also ich hätte ein Projekt gern mit Lady Gaga. Mit Lady Gaga, nee, danke. Nee, also halt, ich meine. Ich wollte es nur angeboten haben. Ja, danke fürs Angebot. Ja. Nee, in erster Linie sehen wir im Moment sehr problematisch, was eigentlich im App Store rund um die Economics des App Stores angeht. Der App Store ist ein unglaubliches Bottleneck, das hoffentlich jetzt bei Apple umgekrempelt wird, aber es ist für Developer wie uns, für euch sicher auch so super hart, eigentlich überhaupt mal den Display Space zu kriegen. Vor allem, wenn man Nischenprodukte macht, wie ich es durchaus sicher mache, du nicht so sehr, aber trotzdem, dann ist es wirklich, wirklich schwer, da durchzukommen und an die richtigen Leute ranzukommen. Ich wünschte mir, dass das, wenn du mir das bitte lösen könntest, dieses Bottleneck, das wäre so super von dir. Alles klar. Schöne letzte Worte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Kommen und dann noch viel Spaß. Danke. Dankeschön. Danke euch. Vielen Dank.